Ja, mein Name ist Tom Dell, ich komme aus Wilhelmshaven, studiere mit Waldorf, bin 20 Jahre alt und studiere IT-Sicherheit. Mein Name ist Emily Schmidt und ich bin 19 Jahre alt. Ja, mein Name ist Fabian Haberkorn, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Thüringen. Ja, und ich bin technischer Leiter vom Technikum mit Waldorf Motorsport. Also, ich bin die Maria Mahle, ich komme aus der schönen sächsischen Schweiz, genauer Pirna, und studiere hier Medienmanagement im zweiten Semester. Also, ich bin der David, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus schönen Worms am Rhein und ich studiere Elektro- und Informationstechnik hier an der Hochschule Mittweida im vierten Semester. Wie bist du zu TMM gekommen? Letztes Jahr im ersten Semester, wo sich das TMM vorgestellt hat, wo es am Ende dann noch gegrillt wurde. Und da habe ich dann, oder fand das Projekt ganz interessant, habe mich da bei den ganzen Bereichen mal informiert, was es so gibt. Und habe mich dann zwar nach einem Meldeschluss angemeldet, aber bin dann zum Glück noch reingekommen. Ich bin schon am Anfang von meinem Studium zu TMM gegangen. Ich kannte schon von vornherein Leute, die mit weiter studiert haben, schon im dritten Semester, als ich angefangen habe. Und die waren bei TMM und dadurch bin ich da relativ schnell mit reingerutscht und kann mich darüber auch nicht beklagen. Das TMM, das habe ich bereits zu den Studieninfotagen damals kennengelernt. Habe dann auch auf den Campus Leute getroffen, die haben mir etwas mehr darüber erzählt. Und ich fand eigentlich, es ist ein sehr cooles Projekt und habe dann einfach auch mich zum Meet and Greet mit denen hingesetzt und habe dann meine Bewerbung ausgefüllt und habe gesagt, komm, probierst du mal. Und ja. Am Anfang des ersten Semesters ist eine Freundin auf mich zugekommen, hat so gesagt, ja, ich habe gehört, die brauchen so ein paar Leute. Hast du Lust, mit mir da hinzugehen, das anzugucken? Ich kam vorbei, mir hat es gefallen, ich bin geblieben. Ich habe im Laufe meiner Recherche fürs Studium schon von den Formula Student Teams gehört und fand es sehr interessant. Habe mich dann allerdings erst im dritten Semester dazu entschieden, zu TMM zu kommen, weil ich mich dann fachlich kompetent gefühlt habe. Wie lange bist du schon bei TMM? Seit anderthalb Jahren. Im Team bin ich seit November 2017. Seit dem ersten Semester, also jetzt fast anderthalb Semester. Ja, seit dem dritten Semester, also seit einem Semester jetzt. Was kannst du von deinen Studieninhalten für deine Aufgaben anwenden? Von meinen Studieninhalten direkt kann ich nicht viel anwenden. Allerdings muss ich sagen, dass ich bei TMM außerhalb vom Studium noch viel dazu lernen kann, was ich denke ich später im Leben gut anwenden kann. Deshalb finde ich das gar nicht schlimm, dass da jetzt nicht so eine direkte Verbindung besteht und denke, dass ich halt alles, was ich hier bei TMM lerne, gut anwenden kann später. Nicht wirklich, da ich Informatik studiere und da dieser Elektrotechnik-Teil nicht vorhanden ist. Aber ich habe zuvor eine Ausbildung gemacht, weshalb ich schon die Grundlagen drin hatte. Und die kann ich jetzt hier nochmal auffrischen und auch erweitern. Definitiv, weil Mechatronik ist ein bisschen Symbiose aus Elektrotechnik und Mechanik, was vor allem bei Elektrofahrzeugen natürlich sehr viele Optionen bietet, das anzuwenden. Ich finde dadurch, dass ich Management studiere und hier in der Orga bin, schon ja. Ja, auf jeden Fall. Also gerade in Bezug auf Elektrotechnik konnte ich viel Wissen, das ich in den Vorlesungen gelernt habe, schon mit einbringen, ja. Wie viel Zeit investierst du in TMM? Ich muss sagen, dass ich, sobald ich aus der Vorlesung oder am Seminar rauskomme, eigentlich so als allererstes den Weg ins Büro suche und dann teilweise auch bis abends hier bin. Es lässt sich nicht genau sagen, weil es halt sehr stark davon abhängig ist, an welcher Stelle in der Saison man gerade ist. Mal ist mehr zu tun, mal weniger. Aber ich kann schon sagen, dass ich eigentlich die Zeit, die benötigt wird, auch habe und für TMM einsetze. Noch zu wenig. Also ich muss noch erst eingearbeitet werden bei der VCU und zurzeit ist es so, dass ich halt bei den Meetings dabei bin und wenn mal jemand Hilfe braucht, dann versuche ich da Zeit zu finden und mir zu helfen. Also im Team verbringe ich eigentlich fast jede freie Minute. Also wenn ich mal zwischen Vorlesungen Pause habe oder generell eine Freistunde oder wenn ich Schluss habe, bin ich eigentlich fast immer im Büro oder Werkstatt zu treffen. Auf alle Fälle komme ich allen Aufgaben nach, sodass das Team auch mit den Ergebnissen zufrieden ist und wenn was ansteht, bin ich auch bereit, immer gerne was zu machen. Mittlerweile für meine Verhältnisse viel. Am Anfang musste ich mich erst ein bisschen reinfinden in das Team und dann klappt das auch mittlerweile, ja. Wie sind deine Kollegen so drauf? Da muss ich sagen, dass ich die anderen gar nicht unbedingt als Kollegen ansehe, wie in der Firma, sondern vielmehr als Freunde, die ich hier kennengelernt habe. Alle, die im Team sind, wachsen einem unglaublich schnell ans Herz. Wir wachsen auch mit vielen Neuen, die wir ins Team kriegen, immer schnell zusammen, weil wir es auch schaffen, halt alle einzubinden und viel zusammen auch außerhalb vom direkten Konstruktionsarbeiten und Fertigungsarbeiten halt zu machen.
Und deshalb haben wir eigentlich alle ein echt gutes Verhältnis untereinander. Natürlich gibt es mal Reibereien, aber das ist ja normal. Also mein Verhältnis zu den anderen Teammitgliedern ist eigentlich generell sehr gut, weil ich auch schon etwas länger im Team bin, habe ich halt gut eingelebt und vor allem auch zu den Alteingesessenen im Team. Da hat man sich am kennengelernt, ist halt wie eine Familie geworden. Ganz gut, wir kommen alle gut miteinander klar. Und bei Differenzen werden die eigentlich schnell gelöst. Ich fühle mich hier sehr wohl, also vor allem in meinem Orga-Team. Wir haben alle ein sehr gutes Verhältnis zueinander, gehen freundlich miteinander um. Auch mit dem Rest des Teams, finde ich, komme ich sehr gut klar. Und ich fühle mich sehr wohl hier. Ich habe ein relativ gutes Verhältnis zu den anderen Teammitgliedern, da der Umgangston auch relativ familiär ist hier. Und es macht Spaß. Was willst du noch erreichen oder was für Ziele hast du? Auf jeden Fall meine Kenntnisse auffrischen und auch mehr Leute kennenlernen, die dann dazukommen in den nächsten Jahren. Ja, das große Ziel ist natürlich, im Sommer bei den Rennen möglichst gut abzuschneiden mit dem Auto. Wir haben so viel Zeit da reingesteckt, auch ich persönlich, dass es mir wichtig ist, dass wir da gute Ergebnisse erzielen. Das ist ja das, wofür man eigentlich im Team ist, zum Rennen fahren, das Auto fahren sehen. Und darauf freuen wir uns, glaube ich, also kann ich im Namen aller sprechen, dass wir uns darauf schon freuen. Ganz kurzes Ziel ist natürlich, wieder fahrendes Fahrzeug, vor allem fürs nächste Jahr rauszubringen und auch generell die Innovation Elektroauto als Freund zu bringen. Mein Hauptgrund, warum ich hier bin, ist, ich möchte mich weiterentwickeln. Am besten wäre natürlich noch das nächste Auto mitzubekommen, mitzusehen, mitzugestalten. So meinen kleinen Fußabdruck hier hinterlassen. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich noch viel lerne an Ingenieurskünsten und auf Events gehe und dort viel mitnehme und Spaß an der Sache vor allem habe. An welchen Autos hast du mitgearbeitet? Nur an der Cobra. Als ich ins Team gekommen bin, war die Cobra gerade dabei, fertig zu werden, war dann beim Rollout dabei, aber davor habe ich an den Autos direkt nicht mitkonstruiert, aber natürlich sind immer mal ein paar Arbeiten zu machen, die an den Altfahrzeugen halt auch nebenbei mitgemacht werden. Mitgearbeitet habe ich bisher nur an der L-Cobra, aber wir sind aktuell jetzt in der Planung für das nächste Fahrzeug, für das Jahr 2020 und da bin ich natürlich auch in der Planung mit beteiligt. Ich habe an der Cobra mitgearbeitet. Also ich habe an der Cobra mitgearbeitet, an den Akkubrücken. Und dann habe ich noch eine Präsentation über das Motorenkonzept fürs nächste Fahrzeug gehalten. Was ist dein persönliches Highlight in dem Projekt? Mein Highlight war bisher eigentlich das Treffen so abends mal zwischendurch in der Freizeit, wenn wir uns zusammengesetzt haben, gegrillt haben, ein bisschen Bier getrunken haben und über die Arbeit oder halt auch über private Dinge geredet haben. Mein persönliches Highlight war eigentlich die Zeit vorm Rollout von der Cobra, weil wir da echt viel Zeit in der Werkstatt zusammen verbracht haben und es war natürlich eine stressige Zeit, das werden alle so bestätigen, aber trotzdem war es auch eine unglaublich schöne Zeit, weil wir einfach so viel Zeit miteinander verbracht haben und da auch so viele Witze entstanden sind oder lustige Situationen und es war einfach auch vom Studium her für mich eine relativ entspannte Zeit, deshalb habe ich die Zeit für TMM da sehr genossen. Mein persönliches Highlight war das Rennevent in Andorra. Zum einen, weil es das erste Rennevent war, auf dem ich mit war. Zum anderen war es das erste Rennevent mit unserem Elektropoliden. Und generell auf dem Event haben wir neben sehr viel Erfahrung, die wir mitnehmen konnten, auch unheimlich viel Spaß gehabt. Ich muss sagen, ich glaube, meine erste Feier, die ich hier organisiert habe, die Weihnachtsfeier. Mein persönliches Highlight war bisher die Weihnachtsfeier. Dort hat man wirklich das Team, alle Teammitglieder so zusammengefunden und Spaß gehabt und man konnte sich wirklich gut unterhalten über verschiedene Themen im Team und die Leute kennenlernen. Ja. Okay, Dankeschön. Danke auch.